Es ist eine der größten Batterieanlagen der Welt. Die milliardenschwere Nova Powerbank in Kalifornien soll das Stromnetz im Sommer unterstützen und dem Bundesstaat dabei helfen, seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Wenn Menschen von der Arbeit nach Hause kommen, ihr Elektroauto anschließen, ihre Spülmaschine und ihre Klimaanlage einschalten, besteht ein hoher Strombedarf. Zur gleichen Zeit geht die Sonne unter, es gibt nicht mehr so viel Solarenergie. Wenn es also etwas gibt, das den Strom von der Mittagszeit speichert, wenn die Nachfrage gering ist, und ihn in eine Phase mit höherer Nachfrage verschiebt, wird das Netz widerstandsfähiger. Es wird dazu beitragen, Stromausfälle wie in den vergangenen Jahren zu verhindern. Das Werk aus Lithium-Ionen-Batterien soll im aufgeladenen Zustand etwa 680.000 Haushalte bis zu 4 Stunden lang mit Strom versorgen können. Die Anlage liegt nahe der Metropole Los Angeles und vielen weiteren dicht besiedelten Gebieten. Eins der Hauptumspannwerke der Region liegt nur rund 1 Kilometer entfernt, sodass der gespeicherte Strom schnell zurück ins Netz gespeist werden kann. Die Leistung von 680 Megawatt soll 2024 in 2 Stufen ans Netz gehen. Die neue Anlage ist Teil eines US-amerikanischen Speicherbooms mit Schwerpunkten in Kalifornien und Texas, 2 Bundesstaaten mit wachsenden Mengen an Wind- und Solarenergie. Die Speicherung von Strom gilt als entscheidend für den Ausbau erneuerbarer Energien.